Eidos Interactive. IO Interactive. Und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Hitman Codename 47, im deutschen Auftragsmörder Deckname 47. Das Ganze ist ein Stealth-Shooter, der gegen Ende 2000, also kurz vor dem letzten Millennium, das ja 2001 begonnen hat, veröffentlicht wurde. Und zwar entwickelt von IO Interactive und publiziert von Eidos Interactive, welches später zu Square Enix Europe wurde. Und ich würde sagen, wir schnappen uns mal etwas Adrettes zum Anziehen. Was haben wir denn hier? Ich würde sagen, Kleidung nehmen. Oh, müssen wir näher dran gehen? Ach ja, okay. Sehr schön. Da werden wir angezogen. Die nächste Übung. Wir wurden also aus dieser Zelle entlassen. Wer weiß, wie lange wir hier drin waren. Und wir haben jetzt einen adretten Anzug bekommen. Ich freue mich. Ich bin ein großer Freund von Anzügen. Ein sehr großer Enthusiast. Das ist eine Dusche. Immerhin. Das Nötigste haben wir anscheinend. Und hier unsere alte Kleidung. Aber ich würde sagen, wir können weitergehen. Und zwar können wir hier die Tür öffnen. Ich bin schon sehr gespannt, was hier auf uns warten wird. Vielen Dank. Den nächsten Raum betreten. Na schön, wir werden mal auf den Herrn hören. Uns bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Ich habe übrigens bis dato noch keinen anderen Hitman-Teil gespielt. Und ich habe mir gedacht, wir fangen einfach mal mit dem ersten Teil der Reihe an. Und auf los geht's los, würde ich sagen. Wir können einmal hier nach drüben gehen, aber hier können wir noch nichts machen. Na schön. Wer weiß, wann wir hier entlassen werden. Tür öffnen. Der nächste Raum. Oh. Ja, okay. Ich glaube, wir haben da schon etwas vorweggenommen. Ach so, okay. Wir konnten hier einfach rüberklettern. Entschuldigt, ich wollte natürlich nicht den Monolog abbrechen. Okay. Er klettert auch automatisch die Leiter hoch. Das Ganze ist bisher noch relativ komfortabel. Aber wir werden sehen, welche Aufgaben hier noch auf uns warten werden. Zum Beispiel hier. Oh.
Ah, okay. Ja, das war gekonnt. Ich bin sehr behende unterwegs, wie ihr seht. Na schön. Kommen wir. Okay, hier können wir einfach runterspringen. Ich mag auch seine Krawatte. Sehr adrett, wie schon angemerkt. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich hier entlang gehen. Ich weiß, wir sind hier noch sehr behutsam unterwegs. Können wir hier einfach nach unten springen? Ich bin mir... Okay, wir können hier einfach nach unten. Ich gehe ja auf Nummer sicher. Danke sehr. Ja, ich glaube, das haben wir erfolgreich absolviert. Eine weitere Tür, die werden wir natürlich direkt öffnen und wir haben den Raum abgeschlossen. Vielen Dank, vielen Dank. Den Aufzug sollen wir nehmen, das machen wir natürlich so gleich. Und wir haben hier einen Strichcode auf dem Hinterkopf. Was es wohl damit auf sich hat? Man weiß es nicht, oder einige werden es sicherlich schon wissen. Kellergeschoss 1 oder 3? Kann ich überhaupt... Ich weiß gar nicht, wie ich hier durchwechsel. Es? Nee. Achso, muss ich... Ach, Kellergeschoss 1 sind wir wahrscheinlich gerade. Ich frage mich nur... Ach, ich glaube, ich muss mit. Moment, ich muss hier die Steuerung etwas umlegen. So können wir uns drehen. So kann ich mich zur Seite wenden. Entschuldigt, falls ich hier noch etwas die Steuerung herausbekommen muss. So kann ich mich auch noch drehen. War das hier? Ich muss ja einmal kurz rumklicken. Entschuldigt. Ach so, okay. Jetzt habe ich es. Entschuldigt. So, Kellergeschoss 3 war richtig. Ich hoffe, das mit der Steuerung passt hier auch. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, das Spiel hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Sollte man dem Spiel wahrscheinlich grafisch auch durchaus ansehen. Wobei, für das Jahr 2000 macht das schon einiges her. Das ist nicht mal schlecht. Close Combat Training Ground. Hier müssen wir also unser Training fortsetzen. Ich bin gespannt. Ach, wir müssen näher dran gehen. Okay. Aha. Das will ich schwer hoffen, mein Freund. Wir haben hier unter anderem Messer. Ah. Klavier? Bait? Ach nee, Klavierseite aufheben. So, okay. Entschuldigung, die Schrift ist etwas klein. Ja, ja, Klavierseite. Okay. Wir müssen die Übungspuppe lautlos eliminieren. Okay, das ist hier die Rückseite und das ist quasi die Vorderseite. Dann sollten wir wahrscheinlich von der Seite hier vorgehen. Okay. Gut, das war unsere erste Übung. Wir haben hier aber auch noch Messer. Kann ich die auch ausprobieren? Überlebensmesser. Okay. Ich verstehe. Okay, dann gucken wir mal. Können wir? Ich glaube, ich habe auch eben wieder die Waffe gewechselt. Okay, hebe ich das nochmal auf. Und dann sollten wir ihn hier einfach attackieren können. Okay. Frontalangriff machen wir auch direkt mal. Einmal hier. Vielen Dank. Entschuldigt, ich muss wirklich hier noch mit der Steuerung vertraut werden. Das wird sich aber mit der Zeit dann sicherlich legen. Wenn ich jetzt auf... Okay, so konnte ich die Waffe wegstecken und dann mit... Okay, keine Ahnung, aber das hier scheint ja noch eine Art Tutorial zu sein, also werden wir das noch hinbekommen. Kann ich schon weitergehen? Wir können schon weitergehen und bekommen hier eine Schusswaffe. Okay. Ja, also die Waffen, die habe ich jetzt definitiv dabei. Wir öffnen mal und haben hier ein paar Schusswaffen. Wir werden sehen. Wir sollen unsere Waffe auswählen. Was haben wir denn hier?
Zum einen haben wir Desert Eagle und zum anderen, einmal abbrechen, eine Hajbella. Ich nehme mal die Desert Eagle. Okay, Hauptsache immer den Monolog überspringen. Entschuldigt. Hier geht es dann weiter, nehme ich an. Soll ich noch mehr Munition mitnehmen? Ich weiß nicht, wie das mit unserem Inventarmanagement aussieht. Ah, okay. Edelstahl. Na schön, wir haben beide mitgenommen. Das wollte ich nicht. Keine Spielzeugpistole. Okay, dann nehmen wir das einmal mit und das hier mit. Okay, und wir gehen weiter und sehen mal, wohin uns die Reise führt. Hier ist der Schießstand. Sehr schön. Kann ich hier schon aktivieren? Okay. Ja, okay. Nochmal bitte. Aha. So, nochmal bewegen bitte. Erstmal nachladen. Ja, naja, wir haben mehr oder weniger getroffen. Das hat jetzt auch keine, das war jetzt keine wirkliche Schwierigkeit. Aha. Achso, näher dran. Das war mein Fehler. Was haben wir denn hier? Schnellfeuerwaffen. Danke, danke. Ich gebe mein Bestes. Ein Labyrinth. Na schön. Ich bin gespannt. Wir schnappen uns die Waffe. Uzi! Dann bin ich mal gespannt. Ein paar Informationen für Waffenenthusiasten. Okay. Good. Now find your way through this city. Red is for bad guys. Okay, ich würde gerne noch etwas Munition mitnehmen. Machen wir mal. So viel wie möglich. Wir werden es eventuell brauchen können. Auch wenn das hier nur das Training ist. Okay, da haben wir schon den ersten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mich hier anstellen werde. Ich habe ein ungutes Gefühl. Taucht er hier erst ab? Ja. Okay, Herz oder Kopf treffen. Am besten immer den Kopf, weil man das Herz leicht verfehlen kann. Also, das weiß ich aus gewissen Quellen. Da sehe ich noch einen.
Okay. Nö. Tja, keine Ahnung, ob das schon zählt. Okay. Ah. Nein. Okay, das hier schon ein Freund zu sein. Ah, okay, da haben wir aber nicht ganz getroffen. Ah, okay, den hätten wir sogar in den Kopf getroffen. Da liegt noch einer. Bäh. Achso, ja. Das ist ein Freund. Ein Feind! Okay, naja. Naja, Leute, das wird hoffentlich noch besser werden in der Zukunft. Ich muss mich wirklich noch an die Steuerung gewöhnen. Entschuldigt dafür. Eigentlich müsste ich auch sprinten. Ach doch, okay. So können wir... Moment mal, ich gehe mal kurz hier zurück. Kann ich so sprinten? Eben konnte ich doch kurz sprinten. Das ist irgendwie noch etwas verwirrend. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Aber meine Schnellfeuerwaffe habe ich gerade noch ausgerüstet. Die MP5 haben wir gerade. Okay. Ich frage mich, welche Auswirkungen das hier haben wird. Boom. Den hatten wir auch abgeschossen. Den hatte ich aber nicht getroffen. Das ist dezent verwirrend hier, möchte ich anmerken. Boom. Kopfschuss. Das wäre ein Freund. Das ist ein Feind. Da ist auch noch einer. Boom. Yay. Das war aufregend. Okay. Ich rufe mal den Aufzug. Na schön, wir gehen einfach mal weiter. Das wird sich hoffentlich noch mit der Zeit klären. Okay. Kellergeschoss 2 sind wir gerade. Nein? Nee. Okay. Scheint richtig zu sein. Ach, wir sind im dritten. Na dann. Natürlich. Dann bin ich mal gespannt. Okay, jetzt weiß ich auch, wie ich sprinte. Ich muss aus dem Stand heraus. Kann ich sprinten? Okay, verstehe. Und wir haben hier eine Schrotflinte unter anderem. This affordable pump action shotgun is a surefire hit within 50 meters. If you prefer adjustable open sights, the Monte Carlo stock promotes fast sight alignment. Available in 12 gauge, with choice of either 20 inch fully rifled barrel for sabot or standard slugs, or 20 inch fixed improved cylinder barrel for rifled slugs or buckshot. Okay, eine Schrotflinte. Hier drüben haben wir noch ein Scharfschützengewehr. Ich frage mich aber auch immer noch, wie wir dann durch die Waffen durchwechseln. Das müsste hier auch irgendwie möglich sein. Und wir hatten auch noch... Aha, okay. Da kann ich nochmal die Sicht... Ah, okay, so kann ich mich frei umsehen. Aha. Okay, gut zu wissen. Wie gesagt, hier haben wir noch einige Möglichkeiten. Ich muss mich wirklich noch an die Steuerung gewöhnen. Etwas verwirrend. So, können wir dann hier einfach mal auf gut Glück losschießen. So, drücken wir mal. Ja, kann ich eigentlich... Ich würde auch gerne anvisieren. Oh. Na? Ach, wir haben wahrscheinlich gar keine Munition mitgenommen. Ja, richtig. Dann sollten wir das auch mal machen. Einmal hier Schrotflintenmunition. Wie gesagt, eigentlich sollten wir hier so viel wie möglich mitnehmen. Und es, ja, es ist noch verwirrend. Ich meine, das hier ist ja ganz klar das Tutorial. Ich bin also schon mal gespannt, wie es hier weitergeht. Nachladen. So, okay. Moment, dann bewegen wir das Ganze nochmal. Na, nochmal. Zum Ausprobieren. Na schön, okay. Das bekommen wir schon irgendwie hin. Hier haben wir noch eine Schnellfeuerwaffe und hier ein Scharfschützengewehr.
The R-93 Tactical covers a wide range of applications owing to its outstanding accuracy over long distances. The fast, simple handling is in this case an indispensable safety and security factor. Okay, verstehe. Dann schnappen wir uns noch die... Ach, jetzt haben wir auch die Schrotflinte hier abgelegt. Mitnehmen bitte. Ich nehme an, wir können wahrscheinlich relativ viel Munition mitnehmen. Ich weiß nicht, inwiefern wir da Restriktionen erleiden. Wie kann ich denn... Ah, okay. Na, vielleicht das hier mal probieren. Na, der war nicht ganz. Auch zu weit unten. Ah, schon wieder zu weit unten. Okay, Moment. Das sehen wir uns mal genauer an. Okay, ja, das sind einige Schüsse daneben gegangen. Der war von eben gerade. Und die waren leider etwas zu tief. Okay. Wenn ich ehrlich bin, also Schrotflinte ist schon ganz nett. So. Jetzt ist die Frage, wo ist denn das Scharfschützengewehr gelandet? Keine Ahnung. Achso, hier. Okay. Also alles Paletti. Ja, Munition nehmen wir uns eigentlich so viel mit wie möglich, würde ich sagen. Ich weiß, ich gehe hier noch sehr zaghaft vor und sehr langsam, aber wie gesagt, ich muss mich hier erstmal heranwagen. Hier haben wir noch mehr Munition, hier noch für das Scharfschützengewehr. Nehmen wir einfach mal mit. Okay. Ja, ich würde gerne das, die Schrotflinte mitnehmen. Hier geht's weiter. Aufzug rufen. Dann sehen wir mal. Ich weiß nicht, was das noch werden soll. Okay. Und zwar Kellergeschoss 1 wahrscheinlich. War richtig. Da haben wir eine Person. So, okay. Wir können irgendwie auch schleichen. So können wir rennen. Wie konnten wir denn schleichen? Ich müsste mich echt nochmal mit der Steuerung vertraut machen. Aber wie gesagt, das bekomme ich hoffentlich noch mit der Zeit heraus. Muss ich den schon eliminieren? Ich meine, eventuell. Würde ich sagen, ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Wir haben die Schrotflinte gerade ausgerüstet. Ah, okay, so habe ich sie abgeworfen. Na, die behalten wir aber einmal. Wie gesagt, schleichen wäre relativ komfortabel. Ich kann ihm jetzt auch einfach in den Rücken schießen und sehen, wohin uns das führt. Okay. Das hat funktioniert. Durchaus. Also, das war erfolgreich. So. Ach, die Kleidung können wir jetzt nehmen von ihm. Hat er sonst noch irgendwas dabei gehabt? Ist das ein Taser? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Also, er ist tot. Ob das jetzt gut war... Sei mal dahingestellt. Einsatz fehlgeschlagen. Drücken Sie Shift und Escape für einen Neustart. Ach so, okay. Das machen wir mal. Ups. Ach so. Und ich darf wieder... Ich darf wieder direkt hier anfangen. Na, danke dafür. Moment, das können wir einmal kurz überspringen. Was war denn genau hier mein Ziel? So, das machen wir nochmal schnell. Einmal nach oben. Da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen besser aufpassen müssen. Hier lang. Ja, 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 Kollege. So, wir springen einmal nach unten. Beziehungsweise hier nach drüben und dann nach unten. Okay. Dann hätten wir sie wahrscheinlich wirklich ausschalten müssen. Na, hier wollte ich nicht nach drüben. Okay. Im Notfall mache ich einfach nochmal einen kleinen Schnitt. Wahrscheinlich hatte er mich entdeckt und das war der Fehler. Ah, die Steuerung. Ich muss mich damit echt doch vertraut machen. Ich weiß, das hört sich an wie eine billige Entschuldigung. Okay, einmal hier nach drüben. Unser Auftragsmörder. Das Ganze ist ja auch noch das Tutorial. Also weniger schlimm.
Nur etwas störend, dass wir so weit zurückgesetzt worden sind. Auch wenn wir hier nicht viel verpasst haben. Okay. So. Ab nach unten. Geh den Aufzug. Hatte er denn etwas gesagt? Wahrscheinlich. Ich nehme schon an, dass ich die umlegen musste. Wir beeilen uns mal, das dauert ja nicht lange. So, das können wir mitnehmen. Okay. Das haben wir jetzt auch noch ausgerüstet. So. Oh, Entschuldigung. So, Entschuldigung, da habe ich kurz aus dem Spiel herausgeklickt. Hier eine Klinge. So, einmal von vorne. Excellent. Die nehmen wir uns auch mit. Munition. Das können wir uns eigentlich auch sparen. Einmal hier, einmal... Ja. Hier. Okay. Dann sprinten wir mal. Das müssen wir jetzt nicht machen. Tür auf. Behalten wir denn die Handfeuerwaffen? Okay. Müssen wir denn hier überhaupt die Teile abschießen? Ich kann hier einfach durchlaufen. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das hat. Einmal nach oben bitte. Oder nach unten. Ich glaube, nach oben müssen wir. Und einmal hier entlang. Okay. Finde einen Weg durch die Stadt. Die bösen Jungs. Okay. Okay. Aber er hat ja nichts weiter zu der Mission, die noch auf uns wartet, gesagt. Und ich habe das schon wieder übersprungen. Da würde ich aber einfach kurz mal die Aufnahme unterbrechen. Stellt ja kein großes Problem dar. Wie gesagt, ich muss mich noch an das Spiel gewöhnen. Sehr verwirrend. Und es ist von Anfang 2000. Und nun ja. Das waren eben noch andere Zeiten, wenn man so möchte. Okay, die haben wir. Nachladen. Naja, streut natürlich auf die Entfernung. Ordentlich, das ist mir schon klar. Und hier ein Scharfschützengewehr. Ich schnapp mir trotzdem mal die Munition. Aus Gründen, keine Ahnung, ob wir die... Die müssten wir ja theoretisch schon behalten. Müsste ich wahrscheinlich irgendwie mal das Inventar aufrufen. Ich meine, den einen konnten wir ja noch aus dem Hinterhalt erschießen. Mehr oder minder. So, Aufzug. Da ist er ja schon. Okay, und hier... Ich meine, ins Kellergeschoss... Genau, da dürften wir gerade sein. Ach so. Schrotflinte. Ah. Und wie kann ich jetzt hier durchwechseln? Moment, wenn ich jetzt mal... Ach so, okay. Halfter haben wir hier. Kavallerie... Klavierseite. Überlebensmesser, Schrotflinte, MP5, Uzi und so weiter und so fort. Okay, hier können wir also die Waffe auswählen. Wie bestätige ich? Zumindest schon mal nicht so. Mit T wechsle ich durch. Ah. Na, das geht auch. Okay, das sind wir schon mal richtig. Wenn ich jetzt nur wüsste... Nee, so schmeiße ich raus. Okay. Den nehmen wir wieder mit. Ich hoffe mal, der hier entdeckt mich nicht. So kann ich schon mal durchwechseln. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich hätte mich erstmal mit der Steuerung vertraut machen müssen.
Das ist mir jetzt durchaus klar. Okay, aber hier können wir schon mal die Waffen wechseln. Das verstehe ich jetzt soweit. Jetzt ist nur die Frage, wie wir an ihm hier vorbeikommen. Und wie ich schleiche. Das habe ich hier schon wieder rausgeschmissen. Dann könnten wir ja theoretisch auch ein Messer einsetzen und ihn umlegen. Ich weiß natürlich nicht, was wir mit dem anderen anstellen. Tja, so drehe ich mich. Okay. Geh mal nach vorne. Oder mit der Klavierseite. Das geht natürlich auch. Wenn ich jetzt nur wüsste... Ah, so nicht, so nicht. Nö. Ich schmeiße immer meine Waffen raus. Das ist ja... Ah, so wechsle ich auch durch. Okay. Die Uzi. Was ist denn, wenn ich jetzt auf die wechseln möchte? Da macht er nicht sehr viel. So, jetzt habe ich nur meine blanken Fäuste. Überlebensmesser. So, jetzt habe ich das ausgerüstet, verstehe. Jetzt würde ich aber noch gerne schleichen. Das wäre noch die letzte Frage, die ich habe. So kann ich mich frei umsehen, okay. Ich hoffe, der entdeckt mich hier nicht. Jetzt schleiche ich, okay. Alles klar, dann können wir ihn ja versuchen, jetzt einfach mal umzulegen. Auch wenn ich etwas Sorge habe. Moment, und ich kann doch um die Ecken sehen. Genau. Jetzt geht es wirklich los. Entschuldigt die Verzögerung. Okay, der macht eine nette Runde. Na komm schon, mein Freund. Bewege dich in meine Richtung. Der geht echt nicht sehr weit. Okay, was haben wir noch für Waffen? MP5, Desert Eagle vielleicht. Okay. Na toll. Das war nicht ganz geplant. Und wenn ich jetzt... Wie stehe ich denn wieder auf? Ach so. Ne? So. Ne, ich will aufstehen. Bitte. Jetzt. Jetzt darf ich aufstehen. Okay. Und wenn ich jetzt... ich will... So. Kleidung nehmen. Oder wegziehen können wir ihn. Was ist denn jetzt, wenn ich seine Kleidung anziehe? Ja, okay. Erstmal ausziehen, gar kein Problem. Für ein bisschen Nekrophilie ist natürlich auch immer Zeit. Wegziehen. Ah, okay. Ich teste das jetzt einfach mal aus. Wir haben ja gerade Zeit. Und ich sollte mal die Waffe hier wieder mitnehmen. Den nehmen wir mit. Und jetzt wechsle ich nochmal auf. Auf was wechseln wir denn? Ist vielleicht etwas auffällig. Das ist alles ziemlich auffällig. Ja, so schmeiße ich sie weg. Ich kann auch irgendwie auf die Hände wechseln. Ach, die Steuerung. Ich würde nämlich gerne wissen, was passiert, wenn wir jetzt diesen Raum betreten. Falls er uns wieder erwischt, dann unterbreche ich einfach kurz die Aufnahme. Hey, ich bin's, dein Freund und Helfer. Ja. Er macht mir das Gitter auf. Das hat funktioniert. Kann ich ihn jetzt einfach aus dem Hinterhalt erledigen? Hallo, hey. Na, mein Freund, wie geht es dir? Ich bin genauso ein Wärter oder was auch immer wie du. Der lässt uns einfach vorbei. Ich weiß nicht mal, wo wir hier genau sind. So, wenn ich jetzt schleiche, und zwar mit... so. Auf die Taste gedrückt. Ich bin... Das geht definitiv schief. Ihr kennt mich ja. Ich würde ihn gerne damit... Er hat sich bewegt. Ich würde ihn gerne damit umlegen. Ich weiß nicht, aus welcher Entfernung. Ich will nicht die Tür öffnen. Ich will ihn umlegen. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Sehr schön. Den haben wir erledigt. Dann öffnen wir das hier einmal. Okay, da ist nicht sehr viel drin. Jetzt frage ich mich, können wir ihn denn Kleidung nehmen, wegziehen? Na toll. Ich würde gerne hier. Na toll. So, Moment, erstmal öffnen. Ich brauche noch so viel Zeit. Wegziehen.
Keine Ahnung, ich hatte die Hoffnung, dass wir ihn vielleicht hier im Spind unterbringen können. Vielleicht geht das auch. Aber ich bin... Boah, die Steuerung. Ich bin zu langsam dafür. Das scheint aber mal nicht zu funktionieren. Wir können seine Kleidung wieder nehmen. Das würde uns jetzt aber eigentlich auch nichts weiterbringen. Wir legen ihn mal hier mal ab. So. Handballer aufnehmen? Okay, keine Ahnung, wir gehen weiter. So, ich sollte vielleicht mal die Schrotflinte holen. Ich weiß nicht, was da links vor sich geht. Wir laufen mal in die Richtung. Puh, ich lasse mir hier wirklich Zeit, aber ja. Langsam, aber sicher. Ich kann auch irgendwie meine Fäuste auswählen. Das war aber nicht hier, nee. Hier kann ich nur die freie Sicht ändern und hier können wir schleichen. Das weiß ich jetzt auch schon mal. Gut zu wissen. Damit können wir uns drehen. Ich glaube, hier konnten wir die Waffe auch wegwerfen. Da können wir nur abbrechen. Und quasi half da, aber das sollte ja eigentlich trotzdem aufpassen. Bei so einer immensen Schrotflinte, meine ich. Wir gehen mal weiter. So, öffnen. Oh. Okay. Die Kamera hat uns wohl registriert. Und wen haben wir hier? Das war kein freundliches Lachen. Ja,